Die meisten Krebspatienten leiden unter starkem Stress und psychischer Belastung. Dies ist einerseits durch die Erkrankung verursacht, durch die ungewisse Prognose, durch Krankheitssymptome wie Schmerzen, Übelkeit, Müdigkeit, Schwäche oder auch durch Nebenwirkungen der Krebsbehandlung. Neben diesen Stressfaktoren gibt es jedoch noch ganz andere, zum Teil ganz banale, wie Transportprobleme, fehlende Parkplätze, aber auch finanzielle Fragen können einen Stressfaktor darstellen, die Ansprüche des Berufs, Ansprüche des Partners, Kinder sind weitere Stressfaktoren. Ein großes Problem bei Krebspatienten ist die Distanz zum Behandlungszentrum. Und das ist vor allem eine Folge der zunehmenden Konzentration der Behandlungszentren in der Schweiz, was ja eigentlich auch Sinn macht. In anderen Worten, man möchte gern die Krebstherapie dadurch optimieren, dass man nicht jede Therapie überall anbietet, sondern versucht, diese zentral an wenigen Zentren zu konzentrieren. Und wir wollten wissen, inwieweit jetzt diese zusätzliche Belastung die Therapiequalität und die Therapieadhärenz beeinflusst. Das wichtigste Ergebnis dieser Studie ist es herauszufinden, wie hoch diese Belastungen, sei es finanzieller Art, sei es sozialer Art, tatsächlich sind. Um später abzuleiten, was die beste gesundheitspolitische Maßnahme wäre, um diese Belastung möglichst aus Patientensicht gering zu halten. Ein Patient, der unter starkem Stress und psychischer Belastung leidet, erträgt oft auch Therapien schlechter. Aus anderen Gründen muss er vielleicht Termine verschieben oder kann eine Behandlung nicht, wie er sollte, durchführen. Unter Stress ist der Mensch auch anfälliger gegenüber Infekten und leidet manchmal an Entzündungen, die jemand, der gesund ist und nicht unter Stress und Müdigkeit leidet, nicht hat. Am meisten belastet hat mich, dass ich nicht für meine Familie da war. Meine Frau, die hat mit den Zwillingen, ja, dass ich da nicht unterstützen konnte, sondern ich auch noch Unterstützung brauchte, das hat mich sehr, sehr belastet. Es ist wichtig, dass diese Probleme in der Sprechstunde auch angesprochen werden. Oft lassen sich diese auch recht einfach lösen. Wenn Zuweisungen zu Spezialärzten notwendig sind, ist es auch wichtig, zum Beispiel Transportprobleme, Transportfragen mit einzubeziehen. Andererseits ist es hilfreich, oft auch Spezialisten beizuziehen, seien es Psychologen oder beispielsweise auch die Krebsliga, welche Möglichkeit hat, in finanziellen Fragen oder auch in Versicherungsfragen zu helfen. Die mobile Onkologie und Palliativpflege ist für die Patienten und ihre Angehörigen eminent wichtig, weil sie so auswählen können, wo dass sie gepflegt werden wollen. Das macht, wenn man zu Hause ist, das Ertragen der Krankheit einfacher. Diese spezialisierte Pflege ist auch möglich, weil die Leute top eingerichtet sind. Sie gehen mit Koffer, mit Medikamente zu Hause zu den Patienten mit der Verordnung vom Arzt und können dort zu Hause Sachen verrichten wie Chemotherapien, sie können Schmerzpumpen bedienen und installieren. Die meisten Probleme und Herausforderungen, denen wir begegnen, sind die Koordinationssachen mit den anderen Organisationen oder mit dem Hausarzt oder mit der Spitex. Weil wir sind nie alleine in einer Situation beim Patienten zu Hause. Und das ist das Schwierigste eigentlich.